Schönen guten Tag. Heute geht es um das Thema Bewusstseinsprogrammierung und wie man sich davon befreit. Die Wichtigkeit des bewussten Denkens und der klaren Gedanken sollten wir nicht unterschätzen. Diese psychische Stärke ist in der heutigen Zeit besonders wichtig, weil sonst in unserer feinstofflichen Konstitution schwache Stellen entstehen, durch die negative Einflüsse und Wesensheiten auf unser Bewusstsein einwirken können. Doch die mentale Klarheit und Ruhe wird heute auf jeder Ebene systematisch untergraben. Und das geschieht durch sinnliche Überreizung, innere Aufwühlung und Überforderung des Intellekts. Wer dies nicht glaubt, soll versuchen, sich hinzusetzen und zu meditieren, sei es durch Konzentration auf ein Gebet oder durch konkrete Visualisierung geistiger Verbindungen mit höheren Ebenen. Wenn es etwas gibt, womit der moderne Mensch Mühe hat, dann ist es diese Konzentration und Reinheit des Geistes. Deswegen ist Selbstbeherrschung der Schlüssel zu innerer Freiheit und äußerer Gelassenheit. Gerade deshalb ist dieser Schlüssel das Erste, was den Menschen entwendet wird, wenn eine erfolgreiche Manipulation stattfinden soll. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein hundertprozentiges Gedächtnis und würden nichts vergessen. Alles, was Sie hören, sehen, sagen, wahrnehmen und erleben, bliebe für immer klar in Ihrer Erinnerung. Man würde schlichtweg verrückt werden. Glücklicherweise ist man geneigt zu sagen, bleiben die meisten dieser Eindrücke nicht im bewussten Gedächtnis hängen. Sondern fallen sogleich durch das Löchersieb ins Unterbewusstsein. Man vergisst die Eindrücke oder nimmt sie gar nicht erst wahr. Aber sie sind in das Bewusstsein eingedrungen und gären im Unterbewusstsein. Es handelt sich um Eindrücke im wahrsten Sinne des Wortes. Eindrücke, daher Einflüsse, die sich in unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein eingeprägt haben. Alle Eindrücke, die auf den Menschen eindringen, haben einen bewussten oder unbewussten Einfluss. Wären wir uns all dieser Eindrücke bewusst, würden wir krank und verrückt. Aber nur weil sie ins Unterbewusstsein absinken, sind sie noch lange nicht verarbeitet und vergessen. Sie sind noch genauso vorhanden, nicht im bewussten Gedächtnis, aber im Sammelbecken des Unterbewusstseins und haben immer noch dasselbe Potenzial, das Potenzial der Verrücktheit. Im informationsüberfluteten Menschen der Gegenwart gärt also ein unbegrenztes Potenzial von Verrücktheit, programmiert durch zahllose Einflüsse. Durch den Lebensstil, die Massenmedien, die unheilsame Ernährung und Chemie, Drogen, feinstoffliche Wesen und so weiter. Die einen leben diese Verrücktheit direkt aus, durch Machtgier, Genusssucht, Brutalität, Perversion und so weiter. Andere indirekt, indem sie die herrschende Situation für normal halten oder angesichts der Übermacht des Negativen resignieren. Entscheidend ist also, worauf man sein Bewusstsein richtet und nicht richtet und welcher Geisteshaltung, Mentalität man Ausdruck verleiht. Jeder Mensch trägt zum Gesamtbewusstsein der Menschheit bei. Da im überfluteten, aufgewühlten Menschen eine innere Unruhe gärt, ist es nicht erstaunlich, wenn diese Wellen sporadisch auch nach außen schlagen. Selbst wenn wir nicht unmittelbar auf äußere Situationen wie Katastrophen, Kriegsgeschehen usw. Einfluss nehmen können, können wir doch entscheiden, wie diese Situationen uns beeinflussen. Wir können nicht die anderen verändern, wir können uns nur selbst verändern und so verändern wir auch die Welt. Der primäre Machtfaktor ist also das Bewusstsein. Wirkliche Freiheit beginnt im Bewusstsein, weshalb alle wirksamen Formen der Manipulation, wie in der Einleitung erwähnt, ebenfalls im Bewusstsein einsetzen.
Was sind die feinstofflichen Einflüsse, die auf unser Bewusstsein einwirken und uns für weitere Beeinflussungen anfällig machen? Was ist eine negative, eine positive und eine spirituelle Bewusstseinsausrichtung? Wie kann man sich von selbst verursachten negativen Bindungen lösen und in der Folge gegen fremdbestimmte Einflüsse immun werden? Dies sind die Fragen, die zuallererst geklärt werden müssen. Denn einige bevorstehende Ereignisse in der Welt erfordern ein starkes Immunsein, da man ansonsten bei den größten oder großen Prüfungen von Angst, Hass oder Ohnmacht überwältigt werden könnte. Und gerade das darf nicht geschehen, zumindest nicht bei der Minderheit jener Menschen, die bewusst der göttlichen Harmonie dienen wollen. In allen Formen von Yoga und ernsthafter religiöser Praxis ist die Beherrschung des Geistes und die Klarheit des Bewusstseins eine unentbehrliche Grundlage. Denn der Geist ist die Zentrale unserer Existenz und bestimmt, auf welcher Frequenz wir leben und in welchen Bereichen wir nach dem Tod erwachen. Man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der Seele, aber auch ihr Feind. Für den, der den Geist unter Kontrolle hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. Dies war ein Vers aus der Bhagavad Gita, 6. Kapitel, Vers 6 oder Vers 5 bis 6. Nun, ob der Geist als Freund oder Feind des Selbst funktioniert, ist von der Kraft des Bewusstseins abhängig. Das Umschalten auf die Ebene des intelligenten Unterscheidungsvermögens ist nur dann möglich, wenn der Mensch ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung hat und höhere Ziele im Leben kennt. Warum sollte man sich sonst überhaupt die Mühe machen, sich von mentalen Drängen zu befreien? Sie sind der Reiz des Lebens und stimulieren die täglichen Genüsse. Was ist falsch daran? Menschen mit dieser Mentalität verkennen ihre spirituelle Identität und sind leicht zu manipulieren. Deshalb vermitteln die herrschenden Mächte kein höheres spirituelles Wissen, sondern wühlen den Geist der Menschen auf, damit diese weder die Möglichkeit noch die Fähigkeit finden, das Bewusstsein von körperlichen Identifikationen zu lösen. Demgegenüber fördern göttliche Wesen immer eine Atmosphäre der inneren Ruhe und Zufriedenheit. Selbstbeherrschung, Weitsicht, Einfachheit, Reinheit, Läuterung des Bewusstseins, dies sind die Symptome einer Lebensweise, die zur Bewusstseinserweiterung führt. Typisch für die heutige Zeit jedoch ist, dass gerade diese befreiende Lebensweise, die also tugendhaft ist, verpönt ist. Tugend, Keuschheit, Reinheit, für wen stellen diese Begriffe noch echte Werte dar? Ohne Unterhaltung, Sexabenteuer und materialistische Ambitionen verlieren viele Menschen ihren Sinn des Lebens. Die Untergrabung des aufsteigenden Pfades ist ein typisches Merkmal der Dunkelmächte, die von Aufwühlung und Zerstörung leben. Die negativen Elementale sind ihre Nahrung und öffnen ihnen direkte Tore in die physische Welt. Deshalb fördern sie weltweit die Trübung des Bewusstseins. Um die nächste Frage, was ist der Sinn von all dem, zu klären, ist es ebenfalls erforderlich, in Distanz zu treten und das materielle Jammertal von einer höheren Warte aus zu betrachten. Also was ist der Sinn von Heil und Unheil? Wie jede materielle Form ist auch das Universum vergänglich und pulsiert zwischen den Polen Schöpfung und Auflösung. Die Welt der Materie ist deshalb eine Welt der Polarität. Licht wirft Schatten und jeder Schatten ist ein Zeichen, dass es irgendwo Licht gibt. Geburt ist der erste Schritt auf dem Lebensweg zum Tod und Tod bedeutet Tor zum neuen Leben. Helligkeit und Schatten, Geburt und Tod, Schöpfung und Auflösung bedingen sich gegenseitig und weisen beide direkt oder indirekt auf das Absolute hin, das Ewige, das nicht Teil der Polarität und Relativität ist. Diese Perspektive lässt sich insbesondere auf die Polarität von Gut und Böse anwenden. Was dem Schutz des Lebens dient, ist gut,
und was andere Lebewesen, vor allem Menschen, ausbeutet und zerstört, physisch, psychisch oder moralisch, ist böse. Das Leben an sich kann jedoch nicht zerstört werden, denn das Lebewesen oder die spirituelle Seele ist ewig. Wer zu dieser Selbsterkenntnis gelangt und dementsprechend handelt, ist nicht nur gut, sondern göttlich. Eine solche göttliche Person urteilt nicht mit dem Maßstab der Polarität, denn sie sieht sowohl die Guten als auch die Bösen als das, was sie wirklich sind, nämlich ewige Seelen, Teile Gottes, die ihre wahre Identität mehr oder weniger vergessen haben und nun im äußeren Ding nach Zufriedenheit suchen. So nimmt jedes Lebewesen gemäß Körper und Umständen verschiedene Rollen an, als Täter oder Opfer, aktiver oder passiver, guter oder böser, und im Lauf der Zeit werden diese Rollen auch getauscht, wenn keine spirituelle Perspektive hinzukommt. Beide haben ihr ursprüngliches Heil verloren und erfahren innerhalb der materiellen Polarität Unheil, entweder als Verursacher oder als Bekämpfer des Unheils. Aber beide sind mit dem Unheil verbunden. Wer den Teufelskreis der Polarität durchschaut, will sowohl den Guten als auch dem Bösen helfen, damit ihr Unheil geheilt werden kann. Diese Heilung können nur diejenigen bewirken, die selbst heil, daher heilig sind, vollständig, ungetrennt, in Einheit mit dem Ursprung, verbunden mit Gott. Vielen Dank fürs Zuhören.